Hallöchen, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt gleich kommen hier die Leute wahrscheinlich raus, die uns das letzte Mal umgelegt haben. Ich glaube, ich verstecke mich mal hier so ein bisschen. Ich habe vergessen, mein Gamepad auszustellen, das vibriert jetzt hier rum. Müssen wir gleich mal, wenn hier Ruhe ist. Ist jetzt gerade Ruhe? Okay. Gehe ich mal kurz hier hinter. Eine Sekunde. So. Schon ist es rausgezogen. Jetzt wird hier nicht mehr vibriert. Brauche ich jetzt gerade gar nicht. Macht mich jetzt auch gerade nicht an. So, und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier hin müssen, großartig. Aber ich schätze mal Richtung des Busses hier. Probieren wir mal hier die neue Knarre. Wie sieht die aus? Ja, nehmen wir mal die. Schicke Aussicht. Wow! Alter! Wo war der Kunde? Oh! 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 Wie trifft er mich? Oh. Ganz ruhig. Mit mir nicht, Freunde, mit mir nicht. So, die sind auch weg. Ach eh. Keine Chance. Oh, die bluten ja sogar. Krass. Okay. Wir sind immer noch in dieser Schule, so wie es aussieht. Oder wieder. Das ist auf jeden Fall ein Schulraum hier. Bin ich jetzt hier richtig? Habe ich eine Taschenlampe oder sowas? Nee, ne? Ah, da hinten. Ich sehe es schon. Genau, da müssen wir durch. Ich guck mal schnell hier hinten. Aber in der Ego-Shooter liegt da nicht so viel rum. Also können wir im Prinzip sofort weiterlaufen. Hallo? Keine Bewegung, du Pisser! Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn, was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Der hat mich voll beleidigt. Aber ich gehe trotzdem mit ihm mit. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Das ist unten, ist die Express starten in 5 Minuten. Ach, soll ich jetzt? Okay. Ich gehe immer mal durch. Nicht, dass wir hier eine halbe Stunde warten. So, ich glaube, wir müssen das zusammen machen, Kollege. Oder soll ich das Ding jetzt hier alleine hochstemmen? Hallo? Ich hab dich hier. Geht doch. Ach, du machst das. Okay. Na gut. Machen wir das so. Ducke ich mich hier und. Laut Milner gibt es in der ganzen Stadt Krawalle. Und halt dich fest: einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Mein Gott, wie das hier aussieht, ne? Oder wird wieder geballert? Da sind die Feinde, so wie es aussieht. Ich renne mal lieber durch. Wow. An die Waffe. Okay. Waffe kann ich gut. Oh. Überhitzt. Naja. So. Wo noch? Ach, da hinten. Sehr schön, sehr schön.
Ist das noch fehlt? Kann man das noch kaputt schießen? Nee. Wow! Freund oder Feind? Wo? Muss ich hier raus wieder? Sieht so aus, weil hier passiert ja gar nichts. So, ich muss mich einfach noch umdrehen. Okay, so geht's auch. Wo sind die Feinde? Da. Schnell durch! Wow! Ich bin da! Finde ich gut. Los, weg hier von diesem Scheißort. Ach du Heilige. Alles geht kaputt. Jets jetzt oder was? Geil. Auf der Jagd. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Okay. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Wir spielen also jetzt eine Frau. Finde ich gut. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Nett, nett. Das Wasser ist zwar jetzt nicht mehr so schön für die heutige Zeit. Da kennen wir schon Besseres. Aber schon geil in Szene gesetzt. Okay, dann mal los. Helmchen auf. Denkt immer daran. Na, vibriert der auch? Entschuldigung. So, E. Shark 4-6, ihr seid Nummer 2. Shark 4-6, verstanden. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremsen an und überprüf Klappen und Vorflügel. Du hast ihn gehört, Hawkins. Klappen und Vorflügel links. Achso, einfach hingucken, okay. Auch ganz gut. Check. Systemcheck, Waffen. Initialisiere HMD Visier. Machen wir auch. E.
Aha. Hat grünes Licht fahren. Wechsel zu Geschütz. Eins. Und linke Maustaste. Okay, Rampe funktioniert. Sieht gut aus. Check Raketen. Zwei. Raketensystem verfolgt. Flares checken und bereithalten. Okay, Waffen und Gegner sind einsatzbereit. Alle Ruder okay, alle Lampen okay. Da hinten auch alles okay? Dann los. Action. Jetzt Spannung. Dann mal los. Ja, geil. Verstanden. Oh, das haben sie schon geil in Szene gesetzt. Sieht richtig nice aus. Und man muss bedenken, das Ganze ist schon 2 Jahre alt hier, ne? Jetzt geht's in die Wolken hoch. Geil. Sieht auch sehr gut aus. Was machen? Hallo? Aha. Das ist hier schon mal was? So, damit kann ich die Raketen abwehren, also mit X. Der schießt dann hier so eine Rakete los und ich kann die dann hier mit X abwehren. Aber ballern kann ich noch nicht. So, jetzt kann ich ballern. Ich probiere es mit Raketen. Gar nicht so einfach. Schon. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann nicht mehr ballern. Hallo?
Sorry Leute, ich kann jetzt gerade nicht so viel quatschen, denn das ist ganz schön intensiv hier. Ich muss mich ganz schön konzentrieren. Kommt wieder vor, du Sack. Ich krieg den nicht ins Visier, das ist, der ist zu weit hinter. Wo? Da. Yes! Den haben wir erledigt. Einen haben wir aber noch, glaube ich. Da. Oh, das war ja einfach. So, kommen dann noch zwei. Ich weiß nicht, ich habe gerade was gesehen. Boah, das sieht so geil aus. Yes! Den haben wir auch. Wo denn? Woo! Mist, der ist aus meiner Reichweite. Mist. Jetzt kommt er, glaube ich, wieder vor. Zack. Sehr schön, da haben wir das doch erledigt. Die Drecksschweine. Und wo geht die Reise jetzt hin? Hallo? Red mit mir. Wohin? Ich kann leider nicht selber fliegen, ich würde gerne. Wow. Was ist das denn? Achso, einer von uns. Oh oh. Shit! Ah! Shit. Kommt vor, Freunde. Mach ich fertig. Auf beide Sachen konzentrieren. Also wir werden abgeballert. Ich weiß nicht, ob das Maschinengewehr hier überhaupt irgendwas bringt. Kommt gleich noch einen hinterher. Yes, den haben wir. Ah, shit.
Sind da wieder zwei? Nee, das ist einer, ne? Das ist der eine, genau. Okay. Na, dann komm mal vor, Freund. Ich will dich fertig machen. Ja, schießt mit deinen Raketen. Keine Chance. Wird heute eine etwas längere Folge, glaube ich. Wir sind, glaube ich, schon bei 20 Minuten jetzt. Na, was ist? Komm vor. Nicht mehr lange. Komm schon. Jetzt. Yes. Nein. Komm schon. Yes, den Hammer. Räum den Himmel. Yes. Und da haben wir es geschafft. Und wir, meine lieben Freunde, sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.